Kommen wir nun zu Gefühle. Lektion 1. État, amour, peur, rire, plaisir, pensée, bonheur. Bin gespannt. L'amour. L'amour, die Liebe. Le bonheur. Le bonheur, das Glück. Avec plaisir. Avec plaisir, mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Son état est très mauvais. Son état est très mauvais. Très mauvais. Son état est très mauvais. Sein état. État ist doch der Staat, oder? Sein Staat ist sehr schlecht. Was? Oder sein Zustand ist sehr schlecht, oder wahrscheinlich? État. Haha, sein Zustand ist sehr schlecht. Mauvais. Aha, his state ist ja auch. State ist auch der Staat und State ist auch der Zustand. Das ist mir noch nie aufgefallen. Okay. Son état est très mauvais. Ich habe jetzt nämlich nur gedacht an den Spruch, der oft dem Louis XIV, dem Ludwig dem 14. zugeschrieben wird, dem Sonnenkönig, Le Roi Soleil. L'État c'est moi, der Staat bin ich. Deswegen habe ich an l'État als Staat gedacht. Son état est très mauvais. Sein Zustand ist sehr schlecht. Sein Zustand ist sehr schlecht. Sein Zustand ist sehr schlecht. Tu as des pensées bizarres. Tu as des pensées bizarres. Pensées sind dann die Gedanken, oder was? Du hast merkwürdige Gedanken? Pensées. Genau, du hast merkwürdige Gedanken. Tu as des pensées bizarres. Du hast merkwürdige Gedanken. Du hast komische Gedanken. L'amour. 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 Die Liebe. Vous voulez rire? Vous voulez rire? Wollt ihr lachen? 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 Weiß ich La nicht. peur de quoi? La peur de quoi? Was? La peur de quoi? Die Angst? Wovor, oder was? Die Angst wovor? Okay, das hat gestimmt. Und das war eine Lektion der Gefühle. Eine gefühlsgeladene Lektion. Goût, Sentiment, Désir, Désir, Joie, Paix, Paix, Espoir, Moral, okay. La paix. La paix. Was heißt La paix? Paix. Frieden. Ah, Pax. Pax, Pacis. Frieden. Naja, okay. Der Frieden oder die Ruhe? Der. Hoppala, der DF, der Frieden. Où est la morale? Où est la morale? Wo ist die Moral? Moral. Moral, okay, wo ist die Moral? Wo ist die Moral? L'espoir. L'espoir, die Hoffnung. Die Hoffnung. La joie. La joie, die Freude. Die Freude. Die Freude. Le sentiment. Le sentiment, das Gefühl. L'espoir. L'espoir. Hoppala, das war eine Raupe. Eine Raupe, das war eine Raute. So, l'espoir. Die Hoffnung. Le désir. Le désir, das Verlangen, der Wunsch. Désir. Verlangen, Begehren, Wunsch, ja. Das Verlangen. Das Verlangen. Il a un goût de pomme. Il a un goût de pomme. Il a un goût de pomme. Wie ist das denn gemeint? Goût ist doch der Geschmack, ne? Goût. Ach, er hat einen Apfelgeschmack. Okay, ja. Bei Il denke ich immer an Personen, deswegen verwirrt mich das. Hast du denn abgeschlabbert oder was? Hm, schmecken Äpfel. Er hat einen Apfelgeschmack. Apfelgeschmack. Das war eine Lektion. Lektion 3. Triste, Douleur, Surprise, Colère, Imagination, Passion, Honte.
Elle est triste. Elle est triste. Sie ist traurig. Sie ist traurig. Traurig. Quelle honte. Quelle honte. Honte, was heißt honte? Honte. Schande, Scham. Welch Schande. Welch Schande. Welche Schande. Une bonne surprise. Une bonne surprise. Une bonne surprise. Une bonne surprise. Eine gute Überraschung. Oder ist es ein feststehender Begriff? Bonne. Nö, eine gute Surprise. Überraschung. Okay. Eine gute Überraschung. Überraschung. C'est sa passion. C'est sa passion. Das ist seine Leidenschaft. Das ist seine Leidenschaft. Es ist seine Leidenschaft. La douleur. La douleur. Douleur ist wie dolor im Lateinischen Schmerz wahrscheinlich, oder? Douleur. Schmerz, genau. Der Schmerz. Hoppala, plus. Je suis triste. Je suis triste, okay. Je suis triste. Ich bin traurig. C'est seulement son imagination. C'est seulement son imagination. C'est seulement son imagination. C'est seulement son... C'est seulement son imagination. C'est seulement son imagination. C'est seulement son imagination. Okay. Das ist nur seine Vorstellung. Das ist nur seine Vorstellung. Vorstellung. Das ist nur seine Einstellung. Il est en colère. Il est en colère. Colère, colère. Was heißt colère? Colère. Wütend. Okay, ich hatte mir fast gedacht wegen Choleriker und so. Ja, okay. Il est en colère. Er ist wütend. Il est en colère. Er ist wütend. Und das war eine Lektion. Lektion abgeschlossen. 500 XP habe ich heute schon. Uiuiui. Aber hier immer konstant. Die Kurve fällt ab. Hoppala. Ich bin ans Mikro gekommen. Tut mir leid. Die Erfahrungskurve fällt ab. Jeden Tag mache ich weniger. Naja, was heißt weniger? Ich bin ja halt noch nicht fertig. Fatigue, Courage, Amitié, Douceur, Respekt, Heureux, Horreur. Okay. Bin gespannt. Avec respect. Respect? Wie sagt Respect? Avec respect. Respect. Okay. Nicht Respekt. Respect. Avec. Mit respect. Respekt. Mit Respekt. Avec respect. Respect. Ich hab das... Ach, wieso habe ich das französische Wort hingeschrieben? Ah, weil ich so konzentriert darauf war. Nous sommes heureux. Mann, das ist peinlich. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Wir sind glücklich. Wir sind glücklich. Quelle horreur. Quelle horreur. Welcher... Was? Horreur. Welcher Schrecken, oder was? Welcher Horror? Horror. Grauen, welch Grauen? Welch Grauen? Welch Grauen? Welch ein Grauen? C'est la fatigue. Fatigue, okay, fatigue. C'est la fatigue. Was ist denn fatigue? Fatigue. Müdigkeit. Das ist die Müdigkeit. Okay, das macht müde. Okay, das ist die Müdigkeit. Das ist die, hoppala, das ist die Müdigkeit. Ich glaube, ich werde sogar müde, obwohl es mitten am Tag ist. Vielleicht ist auch Vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de courage. Wir haben viel Mut. Wir haben viel Mut. Wir haben viel Mut. Ihr habt viel Mut. Natürlich, natürlich. Natürlich. Mann. Sie spürt die Müdigkeit. Ich spüre auch die Müdigkeit. Elles sont la fatigue. Elles sont la fatigue. J'aime la douceur de ma mère. J'aime la douceur de ma mère. J'aime la douceur de ma mère. Douceur. Was heißt denn Douceur? La douceur. Douceur. Die Sanftheit. Die Geschmeidigkeit. Die Weichheit. Die Sanftheit. Ich mag die Sanftheit meiner Mutter. J'aime la douceur de ma mère. Ich mag die Sanftheit meiner Mutter.
Je crois en l'amitié. Je crois en l'amitié. Je crois en l'amitié. Ich glaube an die Freundschaft, heißt das doch, oder? Amicitia ist das lateinische Wort für Freundschaft. Und das ist Amitié? Amitié. Freundschaft, genau. Je crois en l'amitié. En l'amitié. Je crois en l'amitié. Ich glaube an die Freundschaft. Ich glaube an die Freundschaft. Vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de courage. Ihr habt viel Mut. Ihr habt viel Mut. Sie haben eine Menge Mut. Lektion abgeschlossen. Die Kurve fällt immer noch ab. Lektion 5. Folie, Emotion, Humeur, Contente, Patience, Pleurer, Souffrir. Pleurer ist doch regnen, oder? Oder heißt es auch weinen? Ich glaube, es heißt auch weinen, oder? Souffrir dürfte dann leiden sein oder so. Keine Ahnung. L'émotion. L'émotion. Die Emotion. Das Gefühl. Die Emotion. Das Gefühl. Je suis contente. Je suis contente. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. C'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Was heißt Folie? C'est de la pure folie. Folie. Heller Wahnsinn. Das ist de la pure folie. C'est de la pure folie. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Das ist heller Wahnsinn. Et pourquoi souffrir? Et pourquoi souffrir? Und warum leiden oder was? Oder heißt es so was anderes? Souffrir. Nee, doch, leiden. Und warum leiden? Und warum leiden? Et pourquoi souffrir? Und warum leiden? Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Pleurer. Weinen. Das heißt, entweder man regnet, es regnet aus den Augen. Oder der Himmel weint, wenn... Quand il pleut. Naja, wie auch immer. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Genau, ich werde weinen. Ich werde weinen. Weinen. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Das ist Wahnsinn. Ah, Folie ist Wahnsinn und pure Folie ist der helle Wahnsinn. Ah. Je n'ai pas de patience. Je n'ai pas de patience. Je n'ai pas de patience. Ich habe keine Geduld. Ich habe keine Geduld. Ich habe keine Geduld. Je suis content. Je suis content. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Les émotions sont importantes. Les émotions sont importantes. Die Gefühle sind wichtig. Gefühle sind wichtig. Es kann man zu einer allgemeinen, als eine allgemeine Aussage interpretieren. Gefühle sind wichtig. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Ich glaube, den Satz wird man oft hören. Merci pour votre patience. 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 Thank you for your patience. Passion. Ah, so wird's geschrieben. Okay, dann habe ich es falsch geschrieben. Patience mit T. Merci pour votre patience. Danke für Ihre Geduld. Mit T. Patience. Passion. Okay. Das Gefühl. L'émotion. L'émotion. Ich weiß nicht, ob mit oder ohne. L'émotion oder l'émotion? Okay, war so richtig. Oder auch le sentiment, ist auch richtig, okay. C'est de la folie. C'est de la folie, das ist der Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Jetzt kenne ich das französische Wort für Hölle nicht, sonst könnte ich ein Lied singen, ein Lied singen, ein Lied singen, ein Lied singen. Aber kann ich nicht. Danke für Ihre Geduld. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience. 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 Dann, nee, Punkt.
Danke für Ihre Geduld. Ich bin zufrieden. Je suis contente. Je suis contente. Contente. C'est pure folie. C'est pure folie. Das ist der helle Wahnsinn. Oder? Da ist kein de. Da ist kein de. Vorhin war da ein de. Macht das einen Unterschied? Pure folie. Et c'est apostrophe. Ach, c'est apostrophe ist das, okay. c'est apostrophe ist pure folie. C'est pure folie. Das ist heller Wahnsinn. Ich schreibe mir mal, das ist heller Wahnsinn. Das ist heller Wahnsinn. Also nicht von Sinnen, sondern Wahnsinn. So. Es ist purer Wahnsinn. Okay, man kann es auch wörtlich übersetzen. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Content. So. Oder mit E am Ende. Okay, geht auch so. Also wenn man männlich ist, dann content. Wenn man weiblich ist, dann je suis content. Okay, okay. Danke für Ihre Geduld. Bonjour pour votre passion. Nein. Nein, nein, nicht guten Tag. Merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Das ist es. So. Une petite émotion? Une petite émotion? Eine kleine Emotion, ein kleines Gefühl? Was? Was soll das denn sein? Emotion. Gefühlsregung. Petite émotion. Emotion, Ergriffenheit. Petite. Ah, so kann émotion. Man das ja. Ah, so, ja, okay. Eine kleine Gefühlsregung. So kann man, so ergibt das ja. Ja, ja, okay. Eine kleine Gefühlsregung. Gefühlsregung. Un moment de folie. Un moment de folie. Un moment. Un moment. De folie. De folie. Un moment de folie. Ein Moment des Wahnsinns. L'émotion. 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 Das Gefühl. Lektion abgeschlossen. Envie, faim, impression, honneur, souvenir, odeur, mémoire. Okay. L'honneur. L'honneur. Die Ehre. Honor, honoris ist, honor, honoris, so rum. So, ist Latein für Ehre. Deswegen nehme ich an, dass es die Ehre ist. L'odeur. Oder auch Honor im Englischen hat man ja, kennt man ja auch wahrscheinlich. Odeur. 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 Sagt man auch im Deutschen, oder? Ist doch irgendwie ein Duft oder sowas. Odeur. Geruch, Duft, genau. L'odeur. Der Duft. Der Duft. Der Duft. Der Duft. Der Duft. Der Duft. Die Duft, genau. Der Duft. Il a faim. Il a faim. 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 Was war faim? Il a faim. Faim. Ah, il a faim. Ah, ja, 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 ja. Wupp. Das war die Taskleiste. Famine war doch eine Hungersnot oder sowas im Englischen, ne? Faim, okay. Il a faim. Er hat Hunger. J'ai envie d'une banane. J'ai envie d'une banane. Ich habe Lust auf eine Banane. Ich habe Lust auf eine Banane. Ma première impression est bonne. 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 Mein erster Eindruck ist gut. Mein erster Eindruck ist gut. Vous avez faim. Vous avez faim. Vous avez faim. Ihr habt Hunger. Elle a beaucoup de souvenirs. Elle a beaucoup de souvenirs. Sie hat viele, viele Souvenirs. Souvenirs. Souvenir. Souvenir. Erinnerungen. Ah, sie hat viele Erinnerungen. Sie hat viele Erinnerungen. Tu as une bonne mémoire. Tu as une bonne mémoire. Du hast ein gutes Gedächtnis. Du hast ein gutes Gedächtnis. Okay.
Lektion abgeschlossen. Kommen wir nun zu Lektion 7. Sommeil, Confiance, Rêve, Reveil, Gêné, Fatigué, Inquiet. Inquiet. Inquiet, wie auch immer. Elle n'est pas fatiguée. Elle n'est pas fatiguée. Sie ist nicht müde, oder was? Fatigué ist müde, oder? Müde. Fatigué. Elle n'est pas fatiguée. Sie ist nicht müde. Sie ist... Hoppala, sie ist nicht müde. Il n'a pas d'humour. Il n'a pas d'humour. Er hat keinen Humor. Er hat keinen Humor. La confiance est importante. La confiance est importante. Was heißt denn la confiance? La confiance est importante. Confiance. Vertrauen. Ah ja, okay, das ergibt Sinn. La confiance est importante. Das Vertrauen ist wichtig, oder Vertrauen ist wichtig. Vertrauen ist wichtig. Das Vertrauen ist wichtig. Ce sont des rêves. Ce sont des rêves. Das sind Träume. Das sind Träume. Il est inquiet. Il est inquiet. Ich würde vermuten, dass es unruhig heißt. In quiet. Inquiet. Beunruhigt, besorgt, okay. Er ist beunruhigt, er ist besorgt. Er ist beunruhigt. Beunruhigt. Das Vertrauen ist wichtig. La émotion est importante. Nein, la confiance est importante. Hier unten. Elle va noyer. 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 Was heißt aïr? Aïr. Aïr. Elle va noyer. Sie wird uns hassen. Okay. Okay. Elle va noyer. Wird uns hassen. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Was heißt denn sommeil? Sommeil. Ich bin schläfrig. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Je n'ai pas sommeil. Okay, ich bin nicht müde. Ich bin nicht müde. Ich bin nicht... Also sommeil heißt das gleiche wie fatigué. Ich bin nicht müde. Ich bin nicht schläfrig. Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué. Bist du nicht müde? Bist du nicht müde? J'ai de l'humour. J'ai de l'humour. J'ai de l'humour. Ich habe Humor. Ich habe Humor. Je suis inquiet pour elle. Je suis inquiet pour elle. Je suis inquiet pour elle. Ich bin besorgt um sie wahrscheinlich. Ich bin besorgt um sie. Okay, ich sorge mich um sie, okay. Eine fast perfekte Nacht und ohne Träume. Was? Klingt komisch. Une nuit presque parfaite. Une nuit presque parfaite et sans rêve. Das ist es hier. Une nuit presque parfaite et sans rêve. Il a sommeil. Il a sommeil. Er ist müde. Il a sommeil. Er ist müde. Il a sommeil. Sommeil ist einfach die Müdigkeit, oder? Sommeil. Ist schläfrig. A sommeil. Er hat müde, oder was? Sommeil. Sommeil. Ist Schlaf. Da unten steht, sommeil ist also Schlaf, okay. Er hat Schlaf. Er ist müde. Er ist müde. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Ich bin nicht beunruhigt. Ich bin nicht beunruhigt. Beunruhigt. Dans tes rêves. Dans tes rêves. In deinen Träumen. In deinen Träumen. Ich vertraue meinen Eltern. J'ai fait confiance à mes parents. J'ai fait confiance à mes parents. Da unten. Je suis aussi fatigué que toi. Je suis aussi fatigué que toi. Ich bin auch müde wie du. Aussi fatigué.
Ich bin so müde wie du, heißt es wahrscheinlich. Ich bin so müde wie du. Gib das mal ein. Ich bin so müde wie du. Genau, ich bin genauso müde wie du. Also, j'aime son humour. Humour. J'aime son humour. Ich mag seinen Humor. Ich mag seinen Humor. Ich bin nicht beunruhigt. Je n'ai pas... Beunruhigt. Moment. Je ne suis pas... Inquiet. Je ne suis pas inquiet. Okay. Er ist beunruhigt. Il est inquiet. Il est inquiet. Und das war... war das alles oder kommt da noch was? Nee, das war alles. Okay, das waren Gefühle. C'était des émotions? Was weiß ich. War bestimmt falsch. Jedenfalls. Schauen wir mal, wie weit es noch ist, bis zum Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ja, ist die Frage. Aua, jetzt habe ich mir die Uhr gegen den Tisch gehauen, die Armbanduhr. Bin am Tisch hängen geblieben. Mache ich das noch? Die Zahlen sind, um es im Englisch mit einem englischen Wort zu sagen, sind tricky im Französischen. Das weiß ich noch. Ich habe die nämlich nie richtig kapiert. Und deswegen hebe ich mir die jetzt für später auf, okay? Bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, man sieht sich dann wieder, wenn es um die Zahlen geht. Tschüdelü! Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.